Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pacific Drive. Okay, Müllcontainer hat jetzt keinen Bock mehr. Ich glaube, bis zu dreimal bekommen wir von dem Sachen. So, also, Auftrag ist klar. Wir brauchen Metallschrott, 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 Metallschrott. Und scheiße, mein Verschrotter ist so gut wie hin. Das ist nicht gut. Also, hey, für den brauchen wir Metallschrott. Shit. Okay, das heißt, Plastik hatten wir doch hier. Was ist denn Plastik? Das hier. Ich nehme mal kurz Plastik mit. Das nehmen wir mal mit und hoffen, dass wir noch ein bisschen Metallschrott sägen können mit dem Ding. Und ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Okay, ich würde sagen, ich habe die Musik jetzt ausgemacht. Es ist irgendwie so still auf einmal. Ganz merkwürdig. Ich weiß noch nicht, also was das jetzt hier auf einmal ist, schon schwierig. Okay, nee, da waren wir schon. Ich möchte jetzt hier hin. Dichter Nebel. Entführer und Autowrack-Anomalien. Ein stabiler Anker. Okay, wir haben ja die Scheinwerfer ausgetauscht. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt hier ein bisschen Metallschrott finden werden. So. Batterie ist voll. Oh, das ist alles hier im Dunkeln, ey. Batterie sparen. So. Hier ist noch relativ hell. Hier hört man jetzt irgendwie nichts. Ah, hier funktioniert es jetzt auf einmal mit dem Laut und Leise machen. Ah ja, wartet. Ha! Ich habe ja gesagt, ich muss das wieder lauter machen. Hm. So. Jetzt. Ja, aber guckt mal, so funktioniert's. Okay, los geht's. Dichter Nebel. Spannend. Nein, es ist alles so dunkel, es tut mir voll leid, ne? Das wird ein Let's Play im Dunkeln. Am besten, ihr guckt euch das alles immer nur im Dunkeln an. Schön, dass der Sommer jetzt kommt und das... Naja, was heißt Sommer? Der Frühling kommt ja jetzt erst mal, ne? Aber dass es jetzt abends wieder länger hell bleibt. So, Nebenstraße abgelegen, Feuchtwald, äußerer Ring. Dichter Nebel. Okay. Wir könnten hier runter oder hier rüber... Sagen wir, was ist das? Hä? Wieso setzt der automatisch noch einen zweiten Wegpunkt da oben? Achso, ich bin dumm. Das ist der Wegpunkt auch da. Wir reden nicht weiter drüber, okay? Okay, wir reden nicht weiter drüber. Oh Gott, ich hab... Naja, wir müssen ausmachen. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich wieder sehr viele Puppenscheiße geben. Meine Batterie ist schon ganz... schon runtergegangen. Seht ihr das? Da links neben der Handbremsenanzeige. Hier stehen bestimmt gerne Puppen auf der Straße. Fahren wir jetzt links oder rechts? Ach, egal. Wir suchen es. Ich mach mal aus. Ich habe irgendwie Angst um meine Batterie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass wir ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch mit noch auf die Batterie gucken müssen, weil es gibt in dem Skillbaum... Ich frage nicht, was das für ein Geräusch war. Es gibt in dem Skillbaum ja irgendwas mit Batteriegedöns, was man laden kann. Also was man leveln kann. Ist hier einfach nur Nebel?
das weiter? Also Entführer waren hier, haben sie gesagt, ne? Ach, die sind komplett ausgebrannt. Schade. Okay. Weiter geht's. Man sieht hier halt aber auch die Hand vor Augen nicht, ne? Also wir müssen hier schön langsam fahren, ne? Sonst knallen wir irgendwo gegen. Ja gut, das ist jetzt nicht zu ändern. Gott, was bist du? Hallo, lass mich raus. Geh weg! Geh weg! Ich muss dich aber an... halt, warte. Das ist ein kaputtes Häschen. Scheinwischer aus. Das Ding hat meine Autobot-Elektronik kaputt gemacht. Okay, also es gibt auch kaputte Häschen. Nee, hier sind scheiß Puppen, Alter. Da flippe ich aus. Dieses Spiel macht mich fertig. Diese Geräusche hier. Huch. Ah, ja, ja, ja. Irgendwas Elektronisches hier. Metallschrott, das ist nicht gut. Okay. Cool, dafür sind wir jetzt hierher gefahren. Das hat sich ja jetzt überhaupt nicht gelohnt. Oh, das ist eine Scheißpuppe. Ach, finde ich doch. Fahre ich jetzt zurück? Ich fahre zurück. Nö, ich habe keinen Bock auf euch Kackpuppen. Verpisst euch. Wir fahren einfach wieder zurück. Nee, nee. So. Arschlecken. Ich? Nee, nee, nicht mit mir. Bisschen Musik hier, okay. Ohne Musik ist das... Rechts sind wir auch schon wieder irgendwas im Wald. Oh Gott. Diese Geräusche, ne? In diesem Spiel, die machen einen fertig. Also ganz ehrlich, wenn ich das alleine spielen würde, würde ich mir nebenbei irgendeine Musikplaylist anmachen. Mit irgendwelchen Popsongs aus den 90ern und 2000ern. Die ganz fröhlich sind. Alles ausgebrannt. Ach du Scheiße. Komm schon. Kann ich euch irgendwie... Geht weg. Hallo. Nein, ich... Nein, ich wollte nicht einsteigen. Geht einfach weg. Gott, das waren aber auf einmal viele. Gerade leicht erschrocken. Was ist das? Gleich mal hier den nächsten Standort markieren. Ah, hier kommen wieder die Dinger aus dem Boden, ne? Alter.
Diese Geräusche machen mich fertig. Ich brauche Metallschrott. Wieso kriegt man immer das, was man braucht, nicht? Komme ich da irgendwie hoch? Charge Stop. Okay, hier kann ich meine Batterie aufladen, ne? Alter. Hier ist was dran. Ich brauche Metallschrott. Also hier im Dunkeln. Alter, die Geräusche. Ja, das sind die Dinger, die aus dem Boden kommen. Geil, da war Metallschrott drin. Ich glaube, das. Uiuiui. Dieses Nix-Sehen in diesem Spiel, ne? Weil halt alles hier gerade so verdammt dunkel ist. Diese unheimlichen Geräusche dazu. Das macht einen fertig. Ich sag, wie es ist. Das stresst einen so ungemein. Jetzt hier Licht an. Kurz laufen. Oh mein Gott, was ist das? Moment. Was ist das? Eine Müllperle? Das gucken wir uns später an. Wenn wir einmal hier sind. Verschrotterer. Nein, jetzt habe ich zwei gemacht. Oh, verdammte Kacke! Mein Motor laufen lassen, ne? Ja. Ich habe einen Gang auch drin gelassen. Huch! Okay. Ein Tunnel. Gar nicht gruselig. Ups. Nee. Oh. Zur Hölle gibt es hier Tunnel. Kacke, ich sehe nicht, ob da was dran ist. Sah jetzt nicht so aus, ne? Hier ist was dran. Ich lass kurz das Licht an. Hallo, Seg bitte richtig. Danke. Okay. Nee. Kann ich den nicht mitnehmen? Moment. Ach du Scheiße, ist das dunkel? Wieso kann ich ihn denn nicht mitnehmen? Ach, ist doch kacke. Ich hätte gern einen ganzen Satz Reifen gehabt, so. Naja.
geht halt nicht. Wo ist meine Tür? Also. Eieiei. Ich werde es mir nie merken, welche Stellung hier was ist. So. Ah, nicht doch. Du Kack-Häschen. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Das stresst mich das, ey. Achso, ich musste jetzt durch den Tunnel. Okay, I see. Und dann komme ich erst einmal oben rum. Okay. Ist der zu? Oh, der ist ja komplett zu. Das ist ja kacke. Oh Gott. Kommen schon wieder so Dinger aus dem Boden? Naja. Aber warte mal, die Dinger aus dem Boden habe ich noch nicht gescannt, ne? Das Problem ist, dass man aus dem Auto raus nicht scannen kann. Ein Poller, okay. Das Ding heißt einfach Poller, okay. Es ist hier gar nicht gruselig oder so. Nö, nö, so gar nicht. Ich habe auch bei den Geräuschen hier gar keine Angst oder so. Nö, nö. Die muss los. Einmal, ich will das Ding mal wieder. Mist, passt da nicht rein. Wenn ich das jetzt wegpacke, brauche ich es wieder, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich will hier nicht mehr aussteigen. Das ist so gruselig. Warum ist das hier ein Horrorspiel? Ich dachte, das ist ein Survival-Game. Fuck ist das denn? Wow, wir sind wahnsinnig weit gekommen, ne? Strahlung auf jeden Fall. Tschüss! Ich dachte, da ist irgendwas Cooles drin. So eine scheiß Puppe. Nee, nee. Mm-mm. Lasst mal. Ah, mein Auto. Scheiße. Doch gerade. Oh Gott. Also das Spiel ist schon mal wieder Last of Us, ich sag's euch. Also, für mich so vom Horrorfaktor. Ja, Last of Us ist ja eigentlich auch ein Action-Adventure, ne? Kein Horror, aber...
Mama Mia. Here we go again. Bye bye. Na 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 na. Okay, fuck, wo muss ich denn jetzt hier hin? Wo ist hier ein Haus? Wir müssen ein Haus. Ich bin mutig. Falls jetzt hier ein Poller hochkommt, habe ich Pech. Das ist Strahlung. Alles. Ich bin gleich tot. Bin gleich tot. Na gut, so schnell geht's nicht, aber ich kann gleich Nahrung essen. Hab ich hier noch irgendwas? Nee, okay. Elektroschrott brauchen wir ja auch. Oh, ein Gameboy. Okay. Haben wir alles? Ich hoff's. Steht mein Auto noch? Ich hoff's. Sieht gut aus. Okay, wartet mal. Benutzen. Okay, ein bisschen was. Also man hat hier relativ... im Moment gerade zumindest noch so seine Ruhe, ne? Aber das... es stresst mich dezent, dass wir hier nichts sehen, ne? Oh mein Gott, was wird das? Das ist ein Poller. Okay. Wir müssen jetzt halt auch überall anhalten, ne? Sehr, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, hier auszusteigen. Wir müssen. Wir brauchen den Stuff. Alter, verpisst euch, ey. Wenn hier irgendwo Puppen sind, ich schwöre, ich... ich Alt-F4. Kann es mal jetzt bitte dann wieder hell werden? Das wäre voll cool. Aber ich muss sagen, diese verbesserte Lampe, die bringt es schon, ne? Also ist besser wie diese normalen Fackeln. So ein bisschen Angst um meine Batterie. Oh Gott, Puppen. Tschüss. Hasse euch. Geht weg. Da sind Puppen. Oh mein Gott, da sind Puppen. Leute, ich kann das nicht. Das sind scheiß Puppen. Ich weiß, sie werden gleich wieder hinter mir stehen. Was heißt? Ekelhaft. Okay. Okay, wir müssen jetzt quasi... okay, wir müssen jetzt hier auf der Straße bleiben. Und dann gleich abbiegen. Hier vorne irgendwo. Mach mal Licht an. Ein Auto.
Warte, ich lasse das Licht an. Den Luxus gönne ich mir jetzt. Hey, hier sind Puppen. Ah, da sind Puppen! Scheiße. Bitte lasst mich weit genug weg sein von den Kackviechern. Ich habe die aber noch nicht gescannt, ne? Ich darf euch nur nicht den Rücken zudrehen. Komm schon. Warnsignal, ich muss mich beeilen. Okay. Okay. Ja, okay. Okay. Okay, irgendwo ist der Feldweg, wo ich lang muss. Okay. Keine Zwischenhalte mehr, schnell noch die zwei Klimmdinger einsammeln. Warnsignal ist am Start. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich brauche Metallschrott. Wenigstens das noch. Nur das eine Auto. Hier ist so viel. Ist klar, dass ich das Ding wieder finde. Hier muss reichen. Ach, scheiße, da kommt der gelbe Rand. Okay, ich muss jetzt Gas geben. Oh Gott, wo ist dieser scheiß Schotterweg? Scheiße, ja. Ich habe halt noch keine Energie gesammelt, ne? Ich will nicht wissen, wie weit die Tore dann weg sind. Echt da. Mich ins Auto. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Das ist jetzt ganz schlecht. Hier ist ein Häschen. Hab ich genug Energie, um hier wegzukommen? Habe ich. Puppen. Ja, cool. Nein, 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 geh weg. Moment. Wo ist hier ein scheiß Portal? Ach ja. Let's poppen! Hallo? Ich möchte gern einen Wegpunkt setzen. Ich kann keinen Wegpunkt dahin setzen. Das ist doch... Kacke ist das denn? Cool. Das wird jetzt sowas von schief gehen und wir werden sterben. Habe ich das Portal jetzt aufgemacht? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube nicht. Doch.
Hau mal die scheiß Scheibenwischer an. Ach, du Kacke. Oh mein Gott, Auto, überlebt es. Bitte überlebe es. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin gerade, glaube ich, irgendeinen Berg runtergefallen. Cool. Die Mucke noch dazu. La la la. Stresst mich das. Vielleicht doch erst die Klimmenergie einsammeln und dann danach looten. Ja, vielleicht besser, oder? Aber meine Scheibe ist kaputt. My, my, what's this? Are you learning a thing or two? My dear newbie, there's hope for you yet. Oppi, Junge. Stress nicht. Puh. Okay. Es regnet. Warte, ich brauche mal hier meinen Lootkoffer. Okay. Ach Gott, stresst das. Also richtig viel gelootet habe ich jetzt nicht wirklich. Das müssen wir uns dann nochmal angucken in der nächsten Folge. So. Und dann würde ich sagen, ich habe nur 9 Metallschrott gesammelt. Willst du mich verarschen? Wo ist der ganze Metallschrott hin, den ich gesammelt habe? Kann. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das kann doch nicht sein. Ja gut. Nächste Folge dann. Ups. Nächste Folge dann wieder Werkstattfolge. Ne? Ihr wisst Bescheid. Also wenn ich nicht direkt nur Werkstattfolge hinschreibe, fahren wir dann in der nächsten Folge nochmal los. Das kann ich jetzt aber allerdings noch nicht einschätzen. Also, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe immer noch, dass ihr dieses Let's Play im Dunkeln schaut, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Also ich versuche das mal ein bisschen heller zu kriegen hinterher, aber ich kann nichts versprechen. Ich bin da jetzt kein Profi drin oder so, ne? Also, ja, ich gebe mein Bestes. So. Und an der Stelle bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, sage bis zum nächsten Mal bei diesem absoluten Kackwetter. Macht's gut. Tschüss.